Ach, hallo. Irgendwas ist anders. Aber ich komm nicht drauf, was. Es ist der berühmte Elefant im Raum. Dachtest du wirklich, du könntest einfach so unser Umux stehlen? Falsch gedacht. Du gehörst nicht in diese Zeit. Wir werden dich entfernen müssen. Ach ja? Dazu müsstet ihr mich erstmal fangen. Hey, stopp! Okay, okay, okay. Muss ich jetzt mit dem... Nee, oh Scheiße. Ich sagte, stehen bleiben! Du kannst deinem Schicksal nicht entfliehen! Wieso waren die nicht beim ersten Mal da? Auch wenn es ein umständliches Kostüm trägt und darum leicht aus der Puste kommt. Aha, na, das werden wir ja sehen. So, jetzt bist du dran! Komm ich nicht rein, glaube ich. Puh, ist das anstrengend. Und weiter! Nee. Versteck dich! Schnell! Da draußen läuft ein wilder Elefant frei herum. Ich weiß! Er ist direkt hinter mir! Oh nein! Halt mich fest, Henna! Solange wir uns lieben, haben wir nichts zu befürchten, Henna, Schatz. Stopp! Stopp! Ich glaube, ich bin in einen Splitter getreten. Ah. Jetzt kann ich mich darin verstecken. Eigentlich wollte ich die ja lieber hier lassen, aber mir gehen auch langsam die Ideen aus. Und solange ich vorsichtig bin. Hoppla. Die Uhr? So viele Uhrenzeiger. Warum habe ich nur das Gefühl, dass sie mich anlachen? Egal. Bauchgefühl ist Bauchgefühl. Nee. Ohne Werkzeug kann ich dieses Bauchgefühl direkt zum Hintereingang wieder rauslassen. Lass mich was tun. Na sowas. Hier ist eine Nische, aber sie ist leer. Zeiger, Zeiger, Zeiger. Hier rein. Jetzt läuft immer noch Knopf. Das ist ja mal eine dünne... Es gibt ja, doch okay, nichts wie weg hier. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Eine Art Wegfahrsperre? Mhm. Mhm. Hey! Das hier sieht genauso aus wie das erste Menü. Interessant. Ich wusste doch, dass ich es ohne die Gebrauchsanleitung schaffe. Oh mein Gott. Hey, stopp! Wo willst du hin? Sag ich nicht. Nanu, das hier ist doch nicht die Zwischenzeit. Ich muss direkt durch ein zweites Portal gerauscht sein. Ach du Scheiße. Ach, du dicker Vater. Das hier ist Golds Kindheit. Mach nicht so einen Lärm da unten, junges Fräulein. Du weißt doch, Ungehorsam führt zu Chaos. Chaos führt zu Müll. Und Müll führt zu Deponia. Er hat sich gerade davon disqualifiziert, seine hypothetischen Enkel übers Wochenende aufzunehmen. Oh, hier ist schon wieder. Was ist das? Fernseher? Oboe und Cello? Nee, ich muss alles nehmen. Schon gut, schon gut. Du magst dein Buch. Ich hab's ja verstanden. Agdudu, Agdudu, oh, welches brave Kleinkind gibt dem Onkel Rufen? Ja, ja, schon. Okay, okay, kann ich raus? Scheiße, ich sitze in der Falle. Ich darf irgendwas reintun. Milch. Das da? Dafür brauche ich nur mein... Und? Ruhe. Scheiße, Milch. Verderbliche Milch in einer geheimen Nische verstaut? Check! Hey, die Telebuddies!
Okay, sie ist es wäre um ein Haar meine Lieblingsserie gewesen, aber die Synchronstimme von Stinky Winky konnte ich nicht leiden. Eine Woche lang habe ich geheult und mit Brei um mich geworfen. Aber letzten Montag hatte ich mich dran gewöhnt. Er labert und labert und labert. Wohl scheint es auch zu gefallen. Ich hoffe, sie sitzt nah genug, um alles zu erkennen. Lysos Lunchbox. Dann wollen wir doch mal nachschauen, was ein Oberkontrollrat so zum Mittag zu sich nimmt. Na, spannend. Ein Apfel und eine Nachricht. Nachricht. Ich habe dir zur Abwechslung mal was Gesundes eingepackt. Diese Süßigkeiten ruinieren dir auf Dauer nur die Zähne. Geschieht ihm recht. Ein Teil seiner Verbitterung kann ich jetzt verstehen. Zu wenig Zucker. Oh no. Überraschung! Dachtest du wirklich, du könntest dich hier vor uns verstecken? Falsch gedacht. Und jetzt bin ich dran mit Suchen. Wieder falsch. Du bist jetzt dran mit eliminiert werden. Und Gnade dir, Xorfix, wenn du hier irgendetwas verändert hast. Das Portal, das sie unter meinen Füßen geöffnet hatten, führte in die Zwischenzeit. Dort geriet ich mitten in eine gewaltige Schrottlawine, die mich in die Tiefe riss. Als würde eine ganze Stadt in einen klaffenden und auch nicht sehr angenehm riechenden Höllenschlund stürzen. Paradox City, die Stadt muss abgerutscht sein, als sich die Zukunft unter ihr auftat. Ja, aber auch diese Zeitlinie hatte ein Ende. Nach einer Ewigkeit im freien Fall schlug ich schließlich dort auf. Mein letzter Gedanke war, hätte ich doch auch eine Waffe, mit der ich Portale öffnen kann. Vielleicht hätte ich damit meinen Fall bremsen können. Das erklärt nicht, wie du auf unseren Rücksitz kommst. Nein, tut es nicht. Nun lasst mich doch mal ein bisschen Spannung aufbauen. Ich nehme an, dass das Ganze so oder so ähnlich viele tausendmal passiert ist. Und jedes Mal kam ich anschließend auf Elysium wieder zu mir und hatte alles vergessen. Fast alles. Denn allmählich kamen mir diese Abläufe schon ein bisschen bekannt vor. Scheibenkleister! Hey, wer ist da? Zimmerservice, okay? Aha. Nicht richtig. Da ist eine Brille. Die ist neu. Ich habe sie nie gesehen. Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Irgendetwas stimmt hier nicht. Aber ich komme nicht drauf, was. Es ist der berühmte Elefant im Raum. Dachtest du wirklich, du könntest... Hey! Hey! Stopp! Milch geholt? Check, mehr war nicht abzugreifen. Nimm auf jeden Fall die Zeiger wieder mit. Da! Hab sie. Scheiß Vase. Ist jetzt hier eigentlich was drin? Eigentlich wollte ich die ja lieber hier lassen. Okay. Hoppla! Ist hier jetzt was drin? Eine Flasche voller Käse. Also das hat hier so seltsam gerochen. Ich mit? Ich weiß nicht. Scherben. Ich kann Scherben mitnehmen. Keine Ahnung. Knopf. Nichts wie weg hier. So. Passt das schon, oder? Hä? Nichts. Nichts wie weg hier. Eine Art weg. Drei. Ach. Oh. Ich wusste doch, dass ich es ohne die Gebrauchsanleitung schaffe. Hey, stopp! Wo willst du hin? Sag ich nicht. Okay. Ich hab Käse, Milch. Die stelle ich wieder da rein. Dann krieg ich noch mehr Käse. Verderb. Den scheiß Fernseher, dann ist sie hypnotisiert. Wie kann ich denn das
Robo lernt Cello. Dann wollen wir nach Spa. Ich habe dir zwar dieses. Ein Teil seiner Verbitterung kann ich jetzt verstehen. Ruhe. Keine Zeit. Robo lernt Klavier. Agugu, Agugu, welches brave Kleinkind. Fingiwick. Fast richtig. Wo bin ich? Ah, da. Jetzt lernst du nicht Klavier, sondern Cello. Lutscher tue ich auch mal in die Box. Er wird es mir danken. Überraschung! Dachtest du wirklich, du könntest dich hier vor uns verstecken? Falsch gedacht. Und jetzt bin ich dran mit Suchen. Wieder falsch. Du bist jetzt dran mit eliminiert werden. Und Gnade dir, Xorfüchs, wenn du hier irgendetwas verändert hast. Scheibenkleister! Hey, wer? Scheiße. Abcreme. Wieso liegen da neue Sachen? Das scheint totaler Nonsens zu sein. Aber irgendetwas sagt mir, dass ich hier einer Sache auf der Spur bin. Als würde sich eine zigtausendmal ausgeführte Handbewegung sublim den Weg in mein Bewusstsein hinunterrubbeln. Okay, mit den Scherben baue ich mir eine 3D- oder 4D-Brille. Ach ja. Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Irgendetwas stimmt hier nicht. Aber ich komme nicht drauf, was. Es ist der berühmte Elefant im Raum. Dachtest du wirklich, du könntest... Hey... Hey, stopp! Ah, jetzt liegt da ein... Milch geholt? Check, mehr war nicht abzugreifen. Yes, der Bogen, weil sie Cello spielt und nicht mehr das Klavier. Okay. Die Zeiger. Da, hab sie. Scheißkäse. Eine Flasche, also das. Da kann ich die Zeiger dann aufladen, oder? Warum muss ich an das Wort Tachyonen denken? Das ist doch nur Kauderwelsch. Wie Rokokokokotten oder Fuß. Ruhe. Zu labern. Kannst halt Vase zerbrechen. Eigentlich wollte ich, aber mir gehen. Und solange ich. Komm mal. Die Brille, klebrige Brille. Ich weiß nicht, was ich hier wieder gebaut habe, aber es wirkt vertraut. Die einfach mal benutzen. Hey, ich erkenne tatsächlich etwas. Ein Portalpotenzial. Woher auch immer ich das... Uhrenzeit? Ganz hin. Kimme, Korn und. Ha, wer sagt's denn? Rein da! Folgen die mir jetzt etwa überall hin? Ich muss sie irgendwie abschütteln. Alle Portale auf dem falschen Haus. Oh Mann! Kacksteuerung. Steuerung.
noch. Drück da drauf! Scheißsteuerung, Mann! Mann! Hast du das? Oh nein! Hängt hier von vorne an oder was? Oh Mann! Das ist Zeitverschwendung. Er kann diesen Sturz unmöglich überlebt haben. Er ist garantiert am Boden zerschellt. Apropos Boden. Wo ist die Zukunft hin? Es sollte hier keinen Boden geben. Was haben wir nur übersehen? Wir müssen noch einmal zurück. Aber lass uns vorher noch mal um diese Ecke da gucken. Na gut, sicher ist sicher. Sieh mal einer an. Das ist doch unser Umux. Da versucht sich noch jemand in den Lauf der Dinge einzumischen. Der macht uns das aber sehr einfach. Komm, ich habe eine Idee. Okay, was? Ein Knopf. So. Rotplatter. Anstoßen? Oh, oh Gott. Aua. Diesmal habe ich mir aber wirklich restlos alles gebrochen. Es war ja auch überfällig. Schmerz. Ich glaube, ich werde... Der Elefant ist abgelenkt. Gut so. Mit letzter Kraft schaffte ich es auf die Rückbank und versteckte mich unter einer Decke im Staufach. Dann verlor ich das Bewusstsein. Und nun bist du auch hier gestrandet. Bravo. Kommt jetzt der Teil, wo das für uns von Nutzen ist? Ich glaube, ich verstehe es. Ihr wart doch bereits in Kuvak, als wir McChronicle in die Wüste geschickt haben. Dann wart ihr doch genauso da, als wir es eben nicht getan haben. Je nachdem, von welchem der beiden Durchgänge wir gerade sprechen. Rufus sitzt in beiden Versionen auf der Rückbank. Sowohl hier... Hallo. Als auch in dem anderen Zeitstrang, wo McChronicle ungehindert in Kuvak eintreffen konnte. Du meinst... Er kaute also auch auf der Rückbank, als Rufus und McChronicle das Timepod stahlen? Und jetzt volle Kraft voraus! Ah! Ups, das war dann wohl die Pannenshow. Der Rückwärtsgang. So wie bei eurem Abstecher in die Ruinen des zukünftigen Elysium, genau. Da ist ein Feuerlöscher in dem Staufach hinter dir. Könntest du bitte... Natürlich. Ich glaube, du hast... Ach, egal. Schon okay. Feuerlöscher ist Feuerlöscher, ne?
Er war da, als ihr Future Goal nach Elysium brachtet. Ach, das war ein Piercing? Themenwechsel, okay? Wenn es sein muss. Was stellen wir als nächstes an? Er verschwand mit ihr in die Zwischenzeit. Krass. Aber das hieße ja... Hat hier jemand ein Taxi bestellt? Goal? Brauchst du eine extra Einladung? Na los, nimm meine Hand, schnell. Nein, warte noch. Huch. Tja, Kuckuck, Überraschung. Rufus? Aber wie kommst du denn dahin? Das ist eine lange Geschichte, für die wir jetzt nicht so richtig Zeit haben, oder? Stimmt genau. Ich will euch davon abhalten, ein... Oh, guck mal, Barry. Hallo, Rufus. Schön. Ich will euch davon abhalten, einen großen Fehler zu begehen. Was auch immer ihr vorhabt. Es wird nicht gut ausgehen. Ach, denkst du das? Dann pass mal auf. Rufus, die Hand. Jetzt. Nein, stopp. Los, worauf wartest du? Hab dich. Goal. Ich fasse es einfach nicht. Wie kann es sein, dass du hier bist? Und wer ist der da? Also ich bin hier, um dich zu retten. Was er hier treibt, weiß der Teufel. Dann lasst es mich erklären. Ich bin gekommen, um euch zu warnen. Wovor? Dass du zugenommen hast? Da hätte auch eine Postkarte gereicht. Ich will euch davon abhalten, das Ende zu ruinieren. Ach, halt doch die Schnauze. Haltet beide die Schnauze und helft mir endlich dabei, euch hier hochzubekommen. Halt! Aufhören! Lass den Mann los! Die Männer, vielmehr. Alles muss so bleiben, wie es schon einmal geschehen ist. Wer zum Kuckuck seid ihr denn? Das hat dich nicht zu interessieren. Wichtig ist nur, dass du begreifst, was hier auf dem Spiel steht. Wenn du sie fallen lässt, werden wir dich in deine Zeit zurückbringen. Wenn du dich aber weigerst, bin ich gezwungen, das Seil zu kappen. Also zum letzten Mal, lass sie los! Wer oder was zur Hölle ist das? Kein Schimmer, aber ich glaube, sie blöffen nur. Nein, das tun sie nicht. Goal, du kennst mich. Ich bin der Rufus, der dich aus deiner Zukunft gerettet hat. Aber diese Zukunft existiert nicht mehr. Das ist ja der Sinn der Aktion. Nein, du verstehst nicht. Irgendwie sind wir in eine Zeitschleife geraten. Wir müssen den Kreis durchbrechen. Zukunft? Ich höre immer Zukunft. Mal angenommen, du hast recht. Hast du einen Plan, wie wir aus diesem Schlamassel wieder rauskommen? Natürlich habe ich einen Plan. Dann raus damit. Wir bleiben einfach hier hängen und hoffen, dass ein Wunder passiert. Dann sollte es lieber schnell passieren. Ich werde euch nicht mehr lange halten können. Und wir hier oben verlieren auch langsam die Geduld. Lass die beiden los oder mach dich auf dein Ende gefasst. Einen Moment noch. Oh nein. Komm schon, Wunder. Lecker, Wundertüten. Wunni, 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 Wunder. Das dazu. Kommen wir also zu Plan B. Wir knoten unsere Klamotten zusammen, um einen vorbeifliegenden Satelliten einzufangen. Hey, das könnte funktionieren. Aber bevor wir das tun, möchte ich, dass ihr wisst, dass dieser Anzug nur geliehen ist. Insbesondere die Unterhose war schon vorher so. Seid ihr noch bei Trost? Das hier ist bitterer Ernst und keine Partie Strip-Halma. Also, wenn es um das Piercing geht... Piercing? Was läuft denn da zwischen euch? Ach, nicht so wichtig. Das führt uns zu Plan C. Du musst loslassen. Wir bauen uns einen Raketenschlitten aus Pappmaché und Zündhölzern. Hey, das könnte funktionieren. Hier ist zufällig eine ganze Menge Pappmaché in Klites Hose. Hat irgendjemand Streichhölzer? Leider nicht. Und ich habe auch gerade keine Hand frei. Ach, wir waren so nah dran. Dann bleibt uns wohl keine andere Wahl. Es sieht so aus, als gäbe es nur eines, was du tun kannst. Du musst loslassen. Okay. Das kommt mir ein wenig extrem vor, aber solange es Teil eines weiteren brillanten Rufus-Manövers ist, soll's mir recht sein. Also, was hast du geplant? Park dein Hoverboard unter der nächsten Wolke? Hast du eine Pfeife, mit der du das Adlervolk rufen kannst? Oder nein? Halt, du hast uns alle durch Hologramme ausgetauscht, richtig? Komm schon, rück raus. Ich lasse los. Und dann, wie zum Kuckuck willst du denn euren Fall abbremsen? Gar nicht. Ich kenne ein geheimes Portal in die Zukunft. Ein Stück weiter unten. Na also, ich wusste doch, dass dir etwas einfallen würde. Dann jetzt aber wirklich.
Auf drei! Du verstehst es nicht, oder? Es gibt diesmal kein Fangnetz, keinen doppelten Boden, kein weiteres Manöver. Du lässt los, wir fallen. Das ist der Plan. Du hast recht. Ich verstehe es nicht. Wie zum Kuckuck willst du denn euren Fall abbremsen? Gar nicht. Wir werden es nicht überleben. Was? Was soll denn das für ein Plan sein? Versteh doch. Es geht hier nicht darum, ihn oder mich zu retten. Was? Wieso? Seit wann das denn nicht? Wir sind bereits Geschichte. Aber für dich, Goal, gibt es noch eine Zukunft. Es tut mir leid, wenn ich dir falsche Hoffnungen gemacht habe. Uns beiden. Mach drei draus. Ich hätte dich niemals aus deiner Zukunft zurückholen dürfen. Ich wollte ein besseres Ende finden. Dabei hätte ich um ein Haar alles kaputt gemacht, was wir erreicht haben. Deponia befindet sich jetzt in einer Zeitschleife. Happy End? Fehlanzeige. Und das Ende, das ihr hier erzeugt, ist sogar das Schlimmste von allen. Ich wollte es euch nicht sagen, aber wenn ihr das hier durchzieht, wird Gold sterben. Nein. Oh doch. Und schlimmer noch, ich lasse mir einen Schnurrbart wachsen. Nein. Du lügst. Warum lügst du? Also, gibt es keine Hoffnung für uns? Was geschehen ist, ist geschehen und man kann es unmöglich wieder rückgängig machen? Unsinn. Es gibt immer Hoffnung. Und man kann allerhand Dinge tun, die unmöglich sind. Das sollte man sogar. Tonnenweise. Und mehrmals am Tag. Man kann den Organon besiegen. Nach Elysium reisen. Einen praktischen Nutzen für Hutmode finden. Und Sterne vom Himmel holen. Selbst die Vergangenheit lässt sich bei Bedarf mal ändern. Aber wenn ihr all die coolen, unmöglichen Sachen, die ihr erreicht habt, rückgängig macht, dann müsst ihr sie alle nochmal machen. Nur sind sie dann nicht mehr ganz so cool und ganz so unmöglich. Versteht ihr? Wollt ihr wirklich verändern, was ihr zusammen erlebt habt? Die Welt immer wieder zerstören, nur um sie noch einmal retten zu können? Ihr habt zusammen für ein Ziel gekämpft. Wofür kämpft ihr, wenn es einfach niemals aufhört? Aber das hier ist euer Moment. Die Entscheidung liegt bei euch. Ich habe alles gesagt, was ich dazu sagen kann. Und mir geht die Kraft aus. Haut rein! Nein! Nein! Was für ein Penner! Ja, nicht wahr? Was weiß der schon? Es gibt immer einen Weg, richtig? Komm schon, sag es. Wir schaffen das. Irgendwie. Ich glaube, er hat recht, Goal. Wäre doch blöd, wenn alles, was wir durchgemacht haben, nie passiert wäre. Habt ihr es bald da unten? Und überhaupt, die Vergangenheit ändern. Pff, das ist doch Kinderfufnix. Ja, wir haben viel unmöglichere Dinge gemacht. Wir haben deine Persönlichkeit gedrittelt. Dich geklont. Hallo. Dich geschrumpft und in Bosos Ohr gesteckt. Hä? Wann war das denn? Ach, da hast du geschlafen. Wichtig ist doch nur, dass wir eine prima Zeit zusammen hatten. Ja, die hatten wir. Nur das Unmöglichste von allem, das habe ich allein getan. Dich loslassen. Vielleicht ist das die eine Sache, die wir korrigieren sollten. Lass es uns zusammentun. Aber ich kann das nicht. Ja, unsere Geduld ist am Ende. Wir zählen jetzt bis Zux. Ongo, Bongo, Schnüx. Doppelschnüx. Ich hatte nie Klobig. Die Chance, mich zu verabschieden. Mach's gut, Rufus. Klobig 2. Es war lässig. Ube. Super lässig. Raufang. Naso. Zux. Schon schön. Wieder. Obwohl, halt mal. Ich hab's schon mal gesagt. Wir haben das Ende nicht erfunden. Es war die ganze Zeit da. Wir haben es herausgefordert und es wieder einmal ausmanövriert. Vielleicht schlagen wir uns ja doch ganz gut. Die Utopianer setzen mich in der Zeit ab, in der Rufus und McChronicle mich aufgelesen hatten. Natürlich war ich immer noch traurig, aber da war auch etwas Neues und Altes. Hoffnung. Ich dachte viel über den anderen Rufus nach. Hatte es auch eine andere Goal gegeben? Zu gern hätte ich mehr von ihren Abenteuern erfahren. Aber außer mir und den Utopianern wusste niemand, dass sie überhaupt existiert hatten. Und dass es vor allem nicht umsonst gewesen war. Außer in meiner Erinnerung hatten sie keine Spuren hinterlassen. Warum? Welch Spiel? Man kann es nicht ändern. Hm.
Oh. Eieiei. Du hast recht, liebes Riesen. Ähnlich tief, ähnlich weit. Was für eine Reise. Junge, 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 Junge. Ja, das war's wohl. Deponia Doomsday, ein verwirrendes Spiel. Für nichts. Fast nichts. Die Hoffnung bleibt ja. Naja. Auf Wiedersehen.